Huch, habe ich die Rune schon eingeführt? Das ist ja spannend. Gut gemacht. Nicht nur die Unermüdlichkeitsrune kann Gegenstände verbessern. Es gibt so viele Runen in dieser Welt. Und sie alle verbessern viele verschiedene Merkmale und Fertigkeiten. Ihr werdet auf euren Reiten viele von ihnen entdecken. Und hier sind eure 60 Erfahrungspunkte und 120 Geld. Aber es geht noch weiter, denn ich bin ein guter Freund von Chica, eine Einwohnerin, also hier Hot Chica und so, ne? Eine Einwohnerin der Pioniersiedlung. Doch seit sie eine gewisse Aufgabe für die Pioniergruppe übernommen hat, hat sie nicht einmal mehr Zeit mit mir zu reden. Was für Probleme sie wohl hat, könntet ihr vielleicht einmal nachsehen und ihr bei ihren Schwierigkeiten helfen? Na klar. Dafür sind wir ja da. Heldenhaft, hier ist eine Esche und wir müssen Holzfällen lernen. Kräuterkunde. Ich will das Sammeln von Kräutern erlernen. Hallo Leute, ihr könnt mich Alice die Kräutersammlerin nennen. Ziemlich schlau, was? Heulende Berge, ein schrecklicher Name. Aber es ist ein wirklich schöner Platz zum Leben. Und man kann dort so viele nützliche Kräuter finden. Ja, aber was ist denn eigentlich eine Handwerksfähigkeit? Handwerksfertigkeiten umfassen das Erwerben von Sammelfertigkeiten wie Bergbau, Holzfällerhandwerk und Kräuterkunde und Produktionsfertigkeiten wie Schmiedehandwerk, Schreinerhandwerk, Rüstungshandwerk, Schneiderhandwerk, Kochen und Alchemie. Jede Art von Handwerksfertigkeit besitzt 4 Fertigkeitsgrade. Diejenigen von Stufe 1 bis 20 werden Lehrling genannt, von Stufe 21 bis 40 Geselle, von Stufe 41 bis 60 Experte und alles darüber bis Stufe 80 wird Meister genannt. Für jede Handwerksfertigkeit gilt, dass eure Fertigkeitsstufe ansteigt, je mehr Erfahrung ihr bei der Anwendung, bei ihrer Anwendung sammelt. Wenn ihr allerdings das obere Fertigkeitsstufenlimit eures Grades erreicht habt, könnt ihr auf diese Weise keine weiteren Stufen mehr aufsteigen. Stattdessen müsst ihr erst zum nächsten Grad befördert werden, indem ihr eine besondere Prüfung besteht. Grundsätzlich seid ihr in der Lage, bei jeder Fertigkeit den Lehrlingsgrad zu erreichen. Allerdings könnt ihr höchstens 6 Fertigkeiten auf den Gesellengrad steigern, höchstens 3 Fertigkeiten auf den Expertengrad und nur mit einer Fertigkeit könnt ihr den Meistergrad erlangen. Das ist ein bisschen schade. Übrigens ist da, spielt da jemand in Unterwäsche gerade, sehe ich das richtig? Ja, Hot Girl Action. Zanora. So, wohin kann ich gehen, um andere Handwerkskeiten, Fertigkeiten zu erlangen? Zeig mir die Rezepte, die ihr verkauft. So, ich will das Sammeln von Kräutern erlernen. Ich glaube, du hast eine kluge Wahl getroffen. Kräuter sind unentbehrlich, sowohl für alchemistische Tränke als auch einfach für Speisen. Kräuter sammeln ist total Kinder-Pipi einfach. Klicke einfach auf jedes Kraut, an dem du vorbeikommst. Aber pass auf, Kräuter sehen manchmal wie normales Gras aus, sodass man geradewegs an ihnen vorbeiläuft. Halte die Augen lieber offen. Nützliche Kräuter sind Geschenke der Natur. Deshalb solltest du dankbar sein, wenn du sie sammelst. Ja, das verstehe ich natürlich. Ihr seid im Begriff, die Kräuterkunde zu erlernen. Na, ja, was soll's. Kräutern wir mal ein bisschen rum. Die nackte Alice läuft auch weiter. Hier sind auch andere. Naja, Noobies nicht mehr, Stufe 23. Aber zumindest sind auch andere Noobs. Ich persönlich... Ach, Zanora zollt Gronk Anerkennung. Ja, dann, die ist Level 4. Winken wir doch mal, da sieht man auch schon die Emotes. So. Die hat Anerkennung gezollt. Das passiert mir nicht oft bei nackten Frauen und wenn dann nur im richtigen Leben. Hier ist der Bergbauausbilder. Ach, der Hansen. Habt ihr jemals das Glück gehabt, unter der scheinenden Sonne zu schürfen, während euch der Schweiß von der Stirn läuft? Vielleicht habt ihr eine andere Art von Freude gefunden, als ihr euch tief unter Tage abgequält habt. Ach, die Zanora tanzt jetzt übrigens vor uns. Das ist ja mal spannend. So, dann hüpfen wir mal. Volle Anerkennung, aber müssen hier... Ich muss ja ein Let's Play rekorden. Ich habe keine Zeit für tanzende nackte Frauen. Was soll denn das jetzt? So, ein Stepptanz. Ach verdammt, da muss ich doch einfach gucken. Jetzt läuft es aber schnell wieder weg. So, naja, ich bin jetzt irritiert. Aber das macht gar nichts. Ich will den Bergbauer lernen. Jo, gut, ne? Ich treffe selten jemanden, der so herzlich einwilligt. Ich kann mir den Überblick darüber behalten. Ich kann nicht den Überblick darüber behalten, wie viele Leute heute schon vergraut wurden, ne? Hier, glaubt ja nicht, dass Bergbauen unter körperlichen Ertüchtigung dient.
Natürlich ist der Bergbau ermüdende Arbeit, aber die Erze, die sich dadurch gewinnen lassen, die können, sobald sie eingeschmolzen werden, zu allen möglichen Waffen, Rüstung und andere Ausrüstung verarbeitet werden. Es ist eine sehr nützliche Fähigkeit, ne? Vergiss das nicht, Bub. Der Bergbau ist ganz leicht. Klick einfach auf den beliebigen Erzhaufen, den du siehst. Und jetzt geh und entfessel das Bergarbeiterblut, das in euch brodelt. Viel Glück. So, ich verstehe. Langsam nimmt das Überhand mit den Stimmen. Ich nehme das jetzt einfach mal an. Ach, Holzfäller muss ich natürlich auch noch lernen. Aber hier ist ein Kräuter, ein Rosmarin. So sieht das aus, wenn man hier ein Kräuter pflückt. Mit Schäufelchen, mit der Gartenschaufel. Pflücken wir direkt mal. Ich habe 40% Kräuterkunde-Lernvorschritt. Und nochmal. Und kriegt ihr schön den Rosmarin. Da können wir heute schön lecker irgendwas würzen. Da freut sich auch die Mutti, wenn wir Rosmarin sammeln. Ganz zauberhaft sieht das aus. So, da ist der Rosmarin alle. Und so kommt er dann bei Aldi in die Regale. Noch ein bisschen Rosmarin. Muss Rosmarin sammeln. Gronkh mag Rosmarin. Im Hintergrund ziehen ja, düstere gelbliche Schwefelwolken herum. So, wo flitzen wir denn als nächstes hin? Ach, wir sollen auch Jungwolfschwänze sammeln. Hier ist noch Lina. Oder nee, Chica. Ach, Chica, du bist das. Ach, sehr, sehr beschäftigt. Ach, ich habe einfach nicht genug Zeit. Die Zeit ist so knapp. Was? Port möchte, dass ihr mir helft? Und es ist so großartig. Ich kann wirklich jede Hilfe gebrauchen. Also, es ist folgendermaßen. Ich stelle nämlich warme Kleidung für die Pioniergruppe her, aber ich habe nicht genug Jungwolfpelze dafür. Aber ich habe ein Bündel äußerst harter Pelze erhalten. Es ist sehr schwer, sie weich zu bekommen. Es ist eine ganz mühsame Angelegenheit und sie verzögert meine restliche Arbeit. Und deswegen brauche ich unbedingt jemanden, der mir mit dem nächsten Bündel hilft. Und darum hoffe ich ja, dass ihr mir vielleicht helfen könntet und 5 Jungwolfpelze bringt, damit ich die Zeit wieder aufholen könnte. Das wäre total dufte, du. Und es gibt auch 120 Geld. Tja, da kann man als Held nicht widerstehen und läuft sofort zu Zilli Ante, die auch eine Quest für uns hat. Und ein Fungusbegleiter, der sieht ja niedlich aus. Guckt mal da. So ein kleiner Gift. Toll, du blöde Kuh. Geh mal weg da mit deinem Kackross. Jetzt sehen wir den Fungusbegleiter nicht mehr. Naja. So, Zilli Ante. Begebt euch in den Nordosten der Pioniersiedlung. Mir gehen die Stimmen langsam aus. Zum Eingang eines Ortes bei den Klippen mit dem Namen Pilzgarten. Suche nach Nikolas, dem Leiter der Geschenkabteilung der Firius-Werkstätten von Varanas. Und bittet ihn um Informationen bezüglich der Fungusbegleiter. Also, wir sollten in den Nordosten der Pioniersiedlung... beim Pilzgarten. Das machen wir mal später. Erstmal... Ah, hier, Freekiller. Hier, da ist wieder einer mit einem Supernamen. Auf den zeige ich jetzt mal. Geht das? Anklagend. Schade, das geht nicht. Wahrscheinlich deuten. Ich kenne die Emotes leider nicht, aber es gibt eine ganze Menge Emotes. Die können wir uns später bei Bedarf gerne mal angucken. Dann gehen wir mal alle durch. Aber erstmal müssen wir wieder Tiere quälen und am besten töten. Was ist denn das? Also der Jungwolf hat, glaube ich, eine Krähe gefressen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Eindeutig Krähe. So, dann hauen wir weg den alten Flohpelz. Yeah! 5! 1 von 5 und 1 von 10. Ja, dann kann ich nach Hause gehen. Bleib stehen, du alter Jungwolf.
Dir ziehe ich das Fell über die Ohren. Raserei erhöht für 15 Sekunden stark Angriffsgeschwindigkeit, Präzision und den Schaden. Ja, das brauchen wir erstmal nicht, oder? Ich meine, so hardcore sind die hier auch nicht. Level 3, naja, naja. Kann man anbieten. La 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 la. Und ein Arbeitsdolch. Arbeitsdolch kennt man aus dem Berufsleben. Das ist das, womit der Chef immer hinter einem steht.